Am 17. August 1962 ist in Berlin-Mitte Peter Fechter erschossen worden. Wir nennen das den Mord an der Mauer. Es ist der bekannteste Tote der innerdeutschen Grenze. Deshalb ist es wichtig, an Peter Fechter zu erinnern, finden wir. Ich finde, am Umgang mit Peter Fechter entscheidet sich einiges. Es zeigt sich nämlich, wie man den Wert Freiheit einschätzt. Und leider ist das in unserer Gesellschaft, wie ich finde, unterentwickelt. Man müsste viel mehr für das Motiv Freiheit tun. Und Peter Fechter ist ein geeigneter Maßstab, damit umzugehen. Denn er war ein 18-Jähriger, der einfach nichts anderes wollte, als ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Dieses Buch ist ein historisches Werk. Es stützt sich auf Quellen. Und es beschreibt den realen Fall Peter Fechter und den Umgang seit 1962 damit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass 1000 Opfer Menschen nichts sagen. Dass auch 100 Opfer Menschen wenig sagen. Aber wenn man eine Familie hat, die ermordet worden ist, oder wenn man einen jungen Mann von 18 Jahren hat, der ermordet worden ist, den man ins Gesicht sehen kann, dann berührt das Menschen. Und das ist der Grund, warum wir uns so intensiv mit diesem Fall Peter Fechter auseinandergesetzt haben. Wir wollen Menschen berühren. Wir wollen sie über die emotionale Schiene dazu bringen, sich mit der deutschen Geschichte, mit dieser Phase der deutschen Geschichte auseinanderzusetzen. Ganz wichtig ist uns, dass Menschen jedenfalls ein Bild und vielleicht den Namen Peter Fechter im Hinterkopf behalten. Sie müssen die Details nicht alle kennen. Aber wenn Sie dieses Bild von diesem armen, sterbenden 18-Jährigen im Kopf behalten und wissen, dass da ein Schicksal gewesen ist, ein Mensch, der gestorben ist, weil er nur die Freiheit wollte, dann ist damit etwas erreicht.